Yo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen auf DOWG. Und zwar kracht es zwischen den beiden Rappern. Bones MC hat wohl in seiner Story erwähnt, dass er sich irgendwie über Motivation lustig macht und der müsse es wohl der ganzen Menschheit zeigen und so weiter. Das kam natürlich bei dem Rapper-Kollegen nicht positiv an. Der hat das wahrscheinlich ein wenig über die Schippe genommen und hat sich gedacht, yo, du kommst auf meine To-Do-Fuck-Liste, meine lieben Freunde. Ich blende euch mal kurz das Video ein. Dann könnt ihr euch das mal selber reinziehen, meine lieben Freunde. Und jeder da draußen hat das Zeug zum Genie, zum Star und zum Übermensch. Und dieses Potenzial musst du entdecken, fördern, das Feuer entfachen. Und ich stehe an deiner Seite. Congratulations, son. I'm about to make you famous. 187! So, mein lieber Freund, ich habe ein Dokument, dessen Name lautet Slaughter Plan 2019. Und da gibt es auch eine Unterkategorie und die heißt meine To-Fuck-List. Denn ich führe eine To-Fuck-List wie die kleine Arya von Game of Thrones. Und da kommt nacheinander jeder noch an die Reihe. Und da stehst du jetzt auch drauf. Ja, meine lieben Freunde, da seid ihr ja wieder zurück. Vor einigen Monaten hatte auch Flair Probleme mit dem Rapper Bones MC. Oder besser gesagt, sie haben sich, sie wollten sich schlagen irgendwo in Berlin oder Hamburg. Kam aber nicht zu einer Schlägerei. Dementsprechend haben beide released einen Hit nach den anderen und haben natürlich Fame und Reichweite nochmal mehr dazu bekommen. Ja, also der Flair hat wieder bei Instagram noch ein paar Follower bekommen, der Bones MC sowieso noch und beide sind natürlich wieder sehr heftig in der Diskussion. Jeder redet darüber und das ist natürlich das, was die beiden damit erreichen wollten. Und ich denke mal, Kollege steckt gerade auch zwischen einer sehr krassen, oder besser gesagt, er befindet sich in einer sehr krassen Shitstorm-Phase seiner Karriere und muss sich natürlich wieder mal beweisen und zeigen, okay, ich bin Rapper und ich bleibe es auch und ich werde jetzt jeden zerficken, der sich in meiner Quere stellt. Also viele haben ja behauptet, den Beef zwischen Kollege und Bones MC gab es wohl schon seit einigen Jahren, aber ehrlich gesagt, ich kann nirgendwo nachverfolgen, dass Kollege mit Bones MC irgendwie Beef hatte oder sowas. Oder besser gesagt mit der 187 Straßenbande überhaupt irgendwas zu tun hatte. Ja, das sind auch wieder Fake News. Es könnte auch gut sein, dass so einer wie Rapcheck sowas berichtet. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber jeder, der Kollege verfolgt, der weiß, Bones MC hat nie was gegen Kollege gesagt. Auch umgekehrt nicht. Also vielleicht hat auch wieder AK da seine Finger im Spiel. Ich weiß es nicht, meine lieben Freunde. Wir werden das Ganze wahrscheinlich in den nächsten Wochen aufgelöst bekommen. Oder besser gesagt, es wird wahrscheinlich wieder etwas Promo geben für die beiden. Ob dann wirklich ein Diss-Track mit Flair zustande kommt, das weiß ich nicht, meine lieben Freunde. Wäre auf jeden Fall cool und interessant zu sehen. Wäre cool, wenn mal wieder ein bisschen Action im Rap wäre. Ja? Alle sind am Vertragen, alle sind am... Mal gucken, was da so abgeht, meine lieben Freunde. Ich danke euch fürs Einschalten und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert meine Glocken und bis demnächst. Peace and out.